Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand? Heute am Donnerstag, dem 2. Juli 2020. Hallo Leute, das ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand mit den News des Tages. Ja, wir beginnen gleich mit der Einreise nach Thailand, was es da Neues gibt. Auch diverse Rückmeldungen aus der Community von Menschen, die gerade am Prozedere sind, die ganzen Dokumente zu beschaffen, damit sie eine Einreisegenehmigung für Thailand bekommen. Jetzt haben in den letzten Tagen diverse größere Zeitungen, Medienhäuser oder Verlage hier in Thailand auf ihren Titelseiten abgedruckt, dass die Einreise ab dem 1. Juli wieder möglich ist, dass internationale Passagiermaschinen in Thailand seit dem 1. Juli wieder landen dürfen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich gestern oder sagen wir mal in den letzten Tagen mit Mails überschwemmt wurde. Ja Mario, du hast ja gesagt, die Einreise ist nach wie vor für Touristen nicht möglich. Ja Mario, du hast auch gesagt, nur diese und diese Visa oder Personengruppen dürfen überhaupt einreisen. Ja, wie schaut es zurzeit aus? Ja, die Fakten sprechen eine klare Sprache. Und ich habe auch auf Facebook die Verfügung gepostet, eine offizielle Verfügung der CAAT, das ist die Flugaufsichtsbehörde in Thailand, dass das Flugverbot bzw. internationale Passagiermaschinen nach wie vor nicht in Thailand landen dürfen, außer sie haben eine Sondergenehmigung. Das ist das eine. Sondergenehmigung, da gibt es diverse Ausnahmen, militärische Maschinen, Hilfsgüter etc., dann allgemein Warenverkehr und. Und auch Passagiermaschinen, welche Rückflüge oder Rückholaktionen durchführen. Also um es hier einfach nochmals klar zu erwähnen und wie gesagt, die Verfügung findet ihr bei mir auf Twitter oder auf Facebook, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Es gibt nach wie vor ein allgemeines Flugverbot für Thailand. Noch lange nicht kann jede Fluggesellschaft oder Passagiermaschine Thailand anfliegen, nur wer eine Sondergenehmigung erhält. Dann kommen wir zur Einreise von Personen, die nach Thailand reisen möchten. Und ich will euch da nicht langweilen mit den Personengruppen, die ich ja schon im Video vom 30. Juni aufgezählt habe, welche nach Thailand einreisen dürfen ab dem 1. Juli. Also die, die es interessiert, die können sich noch das Video vom 30. Juni anschauen. Und ansonsten ist es nach wie vor so, dass genau diese Personengruppen, also keine Touristen, die Touristen sind da nicht erfasst, sondern es sind einfach im Allgemeinen Menschen mit einem Non-Immigrant-Visum, wobei auch da sind noch lange nicht alle drauf auf dieser Liste. Aber die Personen, die ich in diesem Video genannt habe, vom 30. Juni oder eben auch auf Facebook und Twitter, die dürfen einreisen. Was müssen diese Personen zurzeit machen? Und da haben wir diverse, die gerade im Prozess sind, eine Einreisegenehmigung zu erhalten. Es gibt eine Liste, man muss bei der zuständigen thailändischen Botschaft anfragen oder halt sagen, dass man gerne ein Visum möchte oder eine Einreisegenehmigung, wenn man bereits ein Visum hat, um nach Thailand reisen zu können. Dann muss man diverse Dokumente einreichen. Auch hier habe ich ein E-Mail von der thailändischen Botschaft in Deutschland auf Facebook gepostet. Dort findet ihr grob, welche Unterlagen ihr einreichen müsst. Das gleiche gilt mehr oder weniger auch für Schweizer und Österreicher. Je von Botschaft zu Botschaft, also von thailändischer Botschaft oder thailändischem Konsulat in Deutschland, Schweiz, Österreich gibt es teilweise unterschiedliche Anforderungen der Dokumente. Sie weichen aber nicht groß voneinander ab. Ja, wer also nach Thailand einreisen möchte, braucht eine Einreisegenehmigung zusätzlich zum Visum. Und die erhaltet man bei der thailändischen Botschaft oder dem thailändischen Konsulat. Schreibt doch schnell eine Mail dorthin und fragt, welche Dokumente man benötigt. Oftmals ist es auch bereits schon auf der Homepage der zuständigen Botschaft erwähnt. Ja, jetzt kommen wir zu den Problemen, die dabei entstehen können, gemäß den Rückmeldungen aus der Community. Wir haben diverse Personen in Deutschland und auch in der Schweiz sowie einige aus Österreich,
die mit einem thailändischen Staatsbürger verheiratet sind und jetzt die Dokumente eingereicht haben. In Deutschland habe ich die Meldung bekommen, dass es zurzeit Wartefristen gibt von bis zu 3 Wochen, bis man überhaupt eine sogenannte Einreisegenehmigung erhält. Warum ist das so? Die ganzen Dokumente, die man bei der Botschaft einreicht, die werden dann nach Thailand gesendet, ans Außenministerium, die werden dann überprüft. Es wird auch überprüft, ob der Einreisegrund genügt, um eine Einreisegenehmigung zu erhalten. Erst wenn Thailand, das Außendepartement, das okay gibt, dann kann eine Einreisegenehmigung erteilt werden. Und wie gesagt, zurzeit Meldung aus Deutschland, Wartezeiten bis zu 3 Wochen. Das kann sich natürlich von Botschaft zu Botschaft oder Konsulat zu Konsulat etwas unterscheiden. Ja, deshalb hier noch einen wichtigen Input. Damit man überhaupt die Einreisegenehmigung beantragen kann, muss man ja einen Coronavirus-Test einreichen, diverse andere Unterlagen und man muss ja auch bereits schon nachweisen, dass man einen Flug gebucht hat. Und da man ja eben so lange Wartezeiten hat, ist es gut möglich, dass man seinen Flug verschieben muss. Deshalb schaut bei der Flugbuchung, dass ihr ein Zusatzpaket nehmt, wo ihr auch den Flug kostenlos umbuchen könnt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr ein Ticket habt, ihr habt es bezahlt, ihr habt keine Zusatzgebühren bezahlt, damit man es auch umbuchen kann. Und dann sagt die Botschaft, ja, eine Einreisegenehmigung kriegt ihr erst in etwa 3 oder 4 Wochen. Und ja, dann wäre der Flug schon abgeflogen. Also dann müsstet ihr ja dort den Termin, also dann das Flugdatum verschieben. Deshalb achtet darauf. Was zurzeit noch nicht klar ist oder wo ich noch keine aktuellen Neuigkeiten habe, ist, ob auch Personen mit dem Ü50-Visum, also Non-Immigrant O oder OA, bereits einreisen dürfen ab dem 1. Juli. Hier habe ich noch keine konkrete Rückmeldung bekommen, dass irgendein Rentner oder eben eine Person Ü50 bereits die Dokumente einreichen kann bei der thailändischen Botschaft oder dem thailändischen Konsulat. Ja, so viel zu den Personen, die ab dem 1. Juli einreisen dürfen. Dann kommen wir jetzt zu den Touristen. Und da haben wir auch, oder beziehungsweise habe ich sehr viele Mails bekommen, weil es auch diverse Presseberichte gibt, wo man davon spricht, dass im August die sogenannte Travel Bubble oder diese Luftbrücken hergestellt werden sollen zwischen einzelnen Ländern, also Thailand und vielleicht Japan, China etc. und dass dann die Touristen wieder einreisen können. Okay, dazu einfach keine offizielle Meldung, aber meine Einschätzung dazu. Man hat im April dieses Jahres gesagt, dass man vorsieht, dass die Leute, die ein Non-Immigrant-Visum haben, nach Thailand einreisen können. Im April. Wir haben jetzt Juli und diese Leute können jetzt seit dem 1. Juli einen Antrag stellen und können eben aufgrund der Wartefristen vielleicht erst in 2 oder 3 Wochen definitiv einreisen. Man spricht jetzt, dass es für August vorgesehen ist, dass eben diese Luftbrücken entstehen, diese Travel Bubbles. Und wenn das für den August vorgesehen ist, dann bezweifle ich sehr, dass das auch im August oder im September bereits der Fall sein wird. Wie gesagt, ich persönlich denke nicht, dass vor Oktober irgendein Tourist bereits nach Thailand einreisen kann. Dann noch was zur Einreise nach Europa für thailändische Staatsangehörige. Da gibt es zurzeit widersprüchliche Aussagen. Mir ist nicht klar, ob Thailänder jetzt im Allgemeinen wieder in den Schengen-Raum einreisen dürfen. Gemäß der Medienberichterstattung seit dem 1. Juli ja. Gemäß der Botschaft nur gewisse Personengruppen. Gemäß den einen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, haben einige thailändische Staatsangehörige von, also Frauen, die mit einem Ausländer verheiratet sind und der sich in Europa befindet, ein Visum erhalten, um einzureisen. Also ich kriege hier, also man hört und ich kriege hier unterschiedliche Aussagen. Deshalb kann ich hier nicht abschließend sagen, thailändische Staatsangehörige dürfen ab dem oder seit dem 1. Juli wieder in den Schengen-Raum einreisen, weil ich einfach nicht weiß, ob das auch korrekt ist.
Wenn aber jetzt jemand von euch hier in der Community hier Angaben hat oder aus eigener Erfahrung weiß, dass seine Frau, Freundin, Familienmitglieder etc. ein Schengen-Visum erhalten hat, dann soll er das bitte unter das Video in die Kommentare schreiben. Dann zu Thailand. Seit dem 1. Juli sind die Schulen wieder geöffnet in Thailand. Die Kinder gehen wieder zahlreich zur Schule. Die Maßnahmen sind sehr speziell für diejenigen, die es gesehen haben. Also im Schulunterricht selber gibt es an vielen Orten solche Trennwände. Die Kinder müssen Gesichtsmasken tragen. Vor dem Schulhof wird Fieber gemessen etc. Also wirklich sehr, sehr strenge Maßnahmen. Aber wie gesagt, die Schulen sind seit dem 1. Juli wieder geöffnet. Ja, und seit dem 1. Juli sind auch Bars und die ganze Unterhaltungsindustrie geöffnet. Alkohol kann wieder verkauft werden in den Bars. Und hier gibt es auch bereits die ersten Reklamationen der Behörden und der Polizei, dass man oder dass an vielen Orten die Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden. Man hat auch bereits angedroht, dass man die Bars wieder schließen wird und auch die Unterhaltungsindustrie, wenn man sich nicht unverzüglich an die Corona-19-Maßnahmen haltet. Ja Leute, das war's von heute. Hast du wichtige Informationen für die Mailand Thailand Community, dann schreib sie doch unten unter das Video in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Tschüss aus dem wunderschönen Thailand.